So, da bin ich auch schon wieder zurück und natürlich auch Rette die Weltspieler kommt nicht zu kurz, denn was gibt es heute zu tun? Natürlich eine V-Bucks-Aufgabe haben wir heute und die ist nämlich genau hier zu finden, nämlich hier bei dem Bus. 30 V-Bucks gibt es plus natürlich noch die 50 V-Bucks aus der täglichen. Da gebe ich allen eigentlich auch immer den Tipp. Ich hatte vorher Hüllenausrottung, aber mit dem Konstrukteur. Immer wenn ihr nur eine 50 V-Bucks Aufgabe habt, gebt einfach hin und verteilt den Auftrag weiter, dass ihr einfach einen neuen Auftrag bekommt. Weil dadurch habt ihr halt immer die Chance, entweder dass ihr einen 60 V-Bucks Auftrag bekommt oder sogar einen 100 V-Bucks Auftrag. Ist einfach nur so ein kleiner Trick, wie man natürlich seine V-Bucks verdoppeln kann, weil ich könnte jetzt auch warten, erledige 500 Hüllen, eigentlich musst du sogar warten. Aber ich werde dann natürlich heute wieder reingehen, werde die 500 Hüllen kaputt machen und mir die 50 V-Bucks abholen. Aber rein theoretisch müsste man immer zwei Aufgaben aktiv lassen. Weil wenn ihr überlegt, ich könnte morgen eine 100 V-Bucks Aufgabe bekommen, dann könnte ich die hier nochmal wegdrücken und könnte eventuell nochmal eine 100 V-Bucks Aufgabe bekommen. Also da so kann man so ein bisschen was herausfinden, wie man halt wirklich seine V-Bucks verdoppeln kann. Man kann es einfach mal ausprobieren. Vielleicht werde ich mal drauf achten und selber nicht jetzt heute 500 Hüllen wegmachen, sondern halt nur die Tagesaufgabe, da wo es halt die 30 V-Bucks gibt. Und so kann man das natürlich dann auch machen. Weil wenn man halt wirklich immer dann, wenn ich nur als Beispiel, morgen 60 V-Bucks Aufgabe, könnte ich die nochmal weiter drücken. Vielleicht kriege ich dann eine 100, dann wären es schon 160. Also in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Denkt dran, vergesst nicht, noch ein Like da zu lassen, würde mich natürlich auch noch freuen. Dann, ihr wisst es ja, wo ist mein Creator-Code? Kann ich hier nicht mein Creator? Ach doch, da. Wer Bock hat, gerne eintragen. YT-FamilyHack. Oh, ich bin auch immer wieder live auf Twitch. Mit Link ist in der Videobeschreibung. Name ist Card86. Dürfte eigentlich auch einfach zu finden sein. Vielleicht sieht man sich mal auch zusammen in Rette die Welt oder so. Und in dem Sinne, haut rein.